Ja, hallo zusammen. Als drittes Beispiel für partielle Ableitung gucken wir uns jetzt mal eine Funktion mit drei Variablen an. Und zwar nennen wir die Variablen jetzt mal hier x, y und z. Ja, ich könnte sie auch wieder x1, x2, x3 nennen, aber ja, wie die Variablen heißen, das kann ja schon mal unterschiedlich sein. Und diese Funktion soll jetzt der Logarithmus von x mal y plus x hoch 3 durch z Quadrat sein. Und die Funktion können wir wieder ein bisschen umschreiben, wie wir das auch bei Funktionen einer Variable gemacht haben, wenn wir die ableiten wollten. Das z² im Nenner können wir auch als z hoch minus 2 in den Zähler schreiben. Dann lässt sich nämlich gleich leichter ableiten. Dann haben wir da stehen den Logarithmus von xy plus x hoch 3 mal z hoch minus 2. Ja, jetzt gibt es hier nicht nur zwei partielle Ableitungen, sondern weil wir drei Variablen haben, gibt es drei partielle Ableitungen. Nämlich einmal f nach x abgeleitet, einmal f nach y abgeleitet und einmal f nach z abgeleitet. Ja, und natürlich alle drei partiellen Ableitungen sind wieder Funktionen von x, y und z. Das heißt, da steht dann jeweils von x, y und z. Ja, fangen wir mal an. Nach x abgeleitet, da müssen wir also das y und das z als eine Konstante auffassen. Das heißt, im ersten Term steht Logarithmus von x mal eine Zahl. Das heißt, wir haben da wieder eine verkettete Funktion stehen. Die äußere Funktion ist der Logarithmus und die innere Funktion, das x mal y, ist ja x mal eine Zahl jetzt, wenn wir nach x ableiten. Also, der Logarithmus abgeleitet ist 1 durch die innere Funktion, also 1 durch xy. Das ist die äußere Ableitung. Und jetzt als innere Ableitung müssen wir das x mal y nach x ableiten. X nach x abgeleitet ist 1 mal die Konstante y, bleibt dann also nur noch 1 mal y, also nur noch das y da stehen. In dem zweiten Term x hoch 3 durch z Quadrat oder x hoch 3 mal z hoch minus 2 ist ja das z hoch minus 2 eine Konstante, die multipliziert wird. Die bleibt erhalten beim Ableiten und das x hoch 3 ist abgeleitet 3 mal x Quadrat. Das heißt, wir haben 3x Quadrat mal z hoch minus 2 da stehen. Ja, das z hoch minus 2, die Konstante, die multipliziert wird, bleibt unverändert da stehen. Jetzt können wir noch ein bisschen was zusammenfassen. Im ersten Term können wir ein y wegkürzen, dann bleibt da 1 durch x stehen. Und im zweiten Term können wir ein bisschen umschreiben, 3x Quadrat durch z Quadrat. So sieht das dann noch ein bisschen angenehmer aus. Wie geht es jetzt, wenn wir nach y ableiten? Dann ist x und z eine Konstante. Das heißt, im ersten Term haben wir Logarithmus von einer Funktion von y da stehen. Das heißt wieder die äußere Ableitung. Der Logarithmus abgeleitet ist 1 durch irgendwas und das irgendwas ist die innere Funktion x mal y. Und jetzt müssen wir das x mal y nach y ableiten. Dann ist also x eine Konstante und y ist die Variable. Y nach y abgeleitet ist 1. Also haben wir da noch einmal die Konstante x stehen, also nur noch das x. Das ist da also die innere Ableitung. Und bei dem x hoch 3 durch z Quadrat, da kommt gar kein y vor. Das heißt, da x und z ja als Konstanten aufgefasst werden müssen, ist der ganze Bruch konstant. Das heißt, wir haben da stehen plus irgendeine Konstante, also plus irgendeine Zahl. Und eine Konstante ist abgeleitet 0. Also steht dann da noch plus 0. Dann können wir noch ein bisschen kürzen. Das x kürzt sich noch weg und dann bleibt da nur noch 1 durch y stehen und das plus 0 brauche ich natürlich auch nicht aufschreiben. Ja, und schließlich, wenn ich nach z ableite, dann sind x und y Konstanten. Das heißt, der Logarithmus von x und y sind Konstanten. Das heißt, in der Klammer steht eine Zahl und der Logarithmus von der Zahl ist selber wieder eine Zahl. Das heißt, im ersten Term steht nur eine Konstante und da kommt gar kein z vor. Und eine Konstante, die addiert wird, ist abgeleitet 0. Das heißt, der erste Term, wenn wir den nach z ableiten, ist der 0. Dann haben wir da stehen x hoch 3 mal z hoch minus 2.
x hoch 3 ist jetzt eine Konstante, die multipliziert wird, die bleibt stehen. Und das z hoch minus 2, das müssen wir ableiten. Das ist minus 2 mal z hoch minus 2 minus 1, also mal z hoch minus 3. Ja, das plus 0, das können wir natürlich wieder weglassen. Dann wird es ein bisschen einfacher. Minus 2 steht im Zähler, das x hoch 3 können wir auch in den Zähler schreiben und das z hoch 3 können wir in den Nenner schreiben. Ja, und schon haben wir die drei partiellen Ableitungen, die partielle Ableitung nach x, nach y und nach z für diese Funktion mit drei Variablen ausgerechnet. Natürlich habe ich das jetzt hier sehr ausführlich gemacht. Es reicht natürlich, wenn Sie später dann die partiellen Ableitungen direkt so hinschreiben. Also ein plus 0 müssen Sie natürlich nicht mehr hinschreiben und ein mal 1 müssen Sie natürlich auch nicht hinschreiben. Und dann können Sie das dann direkt so hinschreiben, wie ich das jetzt hier markiert habe. Das geht dann ein bisschen schneller, wenn man das oft geübt hat. Dann braucht man das nicht mehr so ausführlich zu machen und kann direkt das Ergebnis hinschreiben. Ja, so funktioniert das partielle Ableiten und das ist jetzt ganz wichtig, dass man das auf jeden Fall kann, weil in vielen Themen, die jetzt kommen werden, ist das partielle Ableiten der erste Schritt. Und wenn der nicht klappt, dann ist der Rest auch schwierig. Deswegen gucken Sie sich das partielle Ableiten hier ganz genau an, dass Sie das auf jeden Fall hinbekommen, weil das brauchen wir wieder in vielen, vielen Themen, die jetzt kommen werden, wird immer wieder im ersten Schritt partiell abgeleitet werden müssen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das auf jeden Fall hinkriegt. Ja, so viel zum partiellen Ableiten. Alle Variablen, bis auf die eine Variable, nach der ich ableite, muss ich als konstant auffassen und dann ganz normal, wie man das aus der Schule für Funktionen einer Variable kennt, nach der einen Variable dann ableiten. Ja, das waren die Beispiele zum partiellen Ableiten. Bis bald!